Es ist sinnlos, so zu denken. Wir müssen stark bleiben. Na, oh, Nobita will, glaube ich, nicht zurück auf seinen Planeten. Er will hier helfen. Oh. Mami. Vermisse Mama. Oh. Die Königin denkt auch wie eine Mutter. Eine Mutter, die sich um ihren Sohn sorgt. Meine Mutter fühlt bestimmt genauso. Sie meckert zwar immer, aber sicherlich, weil sie sich um mich sorgt. Ach, das macht's auch nicht leichter. Mama und Papa machen sich sicher Sorgen, dass ich so lange weg bin. Ich vermisse sie wirklich. Oh. Liebe Kinder, geht nicht so lange weg von zu Hause. Eure Eltern sorgen sich sonst. Was machen wir denn jetzt? Das ist nicht gut. Wie geht es weiter? Lass mal schön frühstücken. Genau. Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ach, Nobby. Nobita. Was machen wir noch? Ich weiß es auch nicht. Guten Morgen. Lass uns noch mal alles durchgehen, okay? Also, laut Königin Lucinda... Das Pflanzensterben deutet auf die Rückkehr des Dämonenatems hin, oder? Davon geht sie aus. Wir sollten das auch. Stimmt. Ich finde es interessant, dass Peep jetzt auch ein bisschen emotionaler und normal redet. Weil er langsam quasi seine Emotionen wieder entdeckt. Stimmt. Wir müssen die Ursache der Plage bedenken. Vulkangase. Das hat Lumis Vater auch herausgefunden in seinen Studien. Das bringt es auf den Punkt. Und die Königin hat keine Lösung gefunden, obwohl sie alles versucht hat? Hast du keine Apparate, Doraemon, die gegen Vulkangas helfen? Zuerst müssen wir wissen, was das für ein Gas ist. Nein. Wie geht man mit Gas um? So, und wenn wir einen riesigen Staubsauger hätten? Staubsauger funktionieren nicht bei Gas, Blödi. Und selbst wenn, wohin damit all dem Gas? Ich meine, wir könnten, super Idee, Nobita, ganz toll. Ihr zwei habt doch auch keine besseren Ideen. Ein Sauger, um das Gas aufzusaugen? Mit dem Vergrößerungsstrahl könnten wir einen bauen, wenn wir die Quelle kennen. Suneo hat recht, wir müssen das Gas nach dem Einsaugen irgendwie loswerden. Warum nicht einfach in einer Ecke stehen lassen? Giftiges Gas lässt man nicht einfach stehen. Es könnte austreten. Und wenn wir das Gas in etwas Harmloses umwandeln? Ich wünschte, es wäre so einfach, wie es klingt. Das Gas in etwas Harmloses umwandeln. Du bist auf der richtigen Spur. Und wenn wir eine Pflanze finden, die das kann? Eine Pflanze? Wie? Manche Pflanzen können schädliche Gase in harmlose umwandeln, oder? Sogar giftige Vulkangase? Ich glaube, es gibt tatsächlich Pflanzen, die das schaffen könnten. Stimmt. Mutter hat mir doch von einer der Pflanzen erzählt. Die Alhallblume? Ja, für die Mystia spielt sie eine besonders wichtige Rolle. Viele trugen sie als Erinnerung daran, edel und tugendhaft zu bleiben. Eine tolle Blume. Ja, aber leider... Lange her, dass eine gesichtet wurde. Ich kenne sie nur aus Büchern. Oh. Sie sind sicher sehr selten heutzutage oder ganz ausgestorben. Wie schrecklich. Und ich dachte, wir hätten endlich eine Antwort. Was sagt Giant? So finden wir nie eine Lösung, wenn wir so negativ denken. Oh. Jetzt stürmt er raus. Gidori hat recht. Pessimistisch zu sein bringt uns nichts. Und sie geht auch. Ich sehe meine Bücher nochmal durch. Wirklich? Natürlich! Auf keinen Fall gebe ich jetzt auf. Und ihr bleibt auch dran, Leute. Oder, Leute? Ja. Los geht's! Los geht's, liebe Leute! Sieht so aus, als ob da... Gedanken an Mama. Ich frage mich, ob Oliver Freunde hat. Er scheint sich mit keinem gut zu verstehen. Das ist doch ganz okay. Hallo, Shizuka.
Hallo Loomis. Eine faltige Erbse und eine glatte Erbse ergeben eine glatte Erbse. Danke, Loomis, für deine Weisheiten, die du uns jeden Tag mit auf den Weg gibst. So, Käferköter auch nochmal. Alles klar. Heute werde ich einen neuen Bau von irgendetwas, was wir noch sehen werden, in Auftrag geben. I guess. Maybe. So, wie sieht es denn hier aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ein bisschen hier ranzoomen. Man sieht da ja kaum was. Stimmt's? Yoshi, Yoshi, cute. Du bist ja ein ganz ein Feiner. So, schauen wir mal. Ja, schon ein bisschen was ausgebuddelt hier. Kupfererz, Metallrest. Aber nicht sehr viel. Das war eher so mäßig. Ich hatte noch ein bisschen Energie übrig und dachte mir, komm, buddelst du da mal so ein bisschen rum. Hielt ich für eine gute Idee. Ups, so ein Kopf wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich eingestreichen. Feiner Eini. Feini. Ob Eini mich jetzt hören kann? Ich weiß es nicht. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, meine Mutter wohnt mit ihm relativ nah dran. Ob er mich hören könnte, wenn ich ihn rufe? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich ganz laut rufe. Oh je, da sind die Süßkartoffeln auch schon wieder weg. Die wachsen echt nicht lang. Da müssen wir wieder nachkaufen. Und die sind echt super praktisch. Weil die kann man halt eben dann im Ofen einfach super reiten. Und das geht doch relativ schnell. Jo. Kann ich? Dankeschön. Noch mehr Möhris. Ganz viele Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Gib mal lieber die Möhrchen. Gib mal lieber die Möhrchen. Die Möhrchen. Gib uns die Möhrchen. Und die Darien brauchen aber auch ganz schön. So, auf jeden Fall müssen wir neue Möhrensaat besorgen. Einmal wieder voll machen. Okay. Nelken. Noch mehr Nelken. So, ich denke mal, die hier oben, die werden jetzt auch gleich fertig sein. Die ganzen Süßkartoffeln. Zack. Sehr gut. Dicke Ernte. Ich sag's euch, Leute. So. Und hier auch noch. Oh, das Ganze bewässert. Ich bin froh, wenn wir dann das alles ein bisschen umlegen können, wenn ich dann hier diese Nimbus-Dinger habe. Zum Bewässern. Gucke ich mal, ich brauche mir auf jeden Fall noch einiges an Metallschrott dafür. Aber das kriege ich schon noch alles irgendwie hin. Ich bin der Optimist. So, haben wir das schon mal hingekriegt. Ja, die dicke Möhre. Die dicke Mega-Möhre. Muss natürlich auch noch gegossen werden. Hier noch ein bisschen düngen. Da noch ein bisschen düngen. Und natürlich noch die Kakis. Die Datteln, die wie Kakis aussehen. So. Auf jeden Fall mehr Gold. Und auf jeden Fall auch Edelsteine dann. Ich brauche dringend Rubinis. Ohne Rubinis geht das ja alles nicht. So. Hallo, kleine Chickies. Was geht ab, meine Freunde? Na? Ja. Ja. Ich kann übrigens, habe ich rausgefunden, nochmal den Stall verbessern. Schade, es wär noch einmal verbesserbar. Aber es geht anscheinend noch einmal. Was fulminant und toll ist. Vielleicht machen wir das gleich mal. Ich gucke einfach mal, wie die Kosten der einzelnen Sachen dann sind. Ja. So. Wir gucken dann einfach mal, was Bell uns so anbietet. Heute ist ja zum Glück mal kein Mittwoch, ausnahmsweise. Und ihr wisst ja, ich habe da ja mal so ein bisschen Pech. Oh, du siehst ja irgendwie... Bist du gewachsen, Sneezy? Ich glaube, Sneezy passt sich von der Größe in den Stall an. Sneezy ist ja riesig geworden. Vermutlich bilde ich mir das nur ein. Ich glaube nicht, dass Sneezy noch groß wächst, aber sie wirkt irgendwie einiges größer. So. Futter gibt's auch noch. Wo ist es denn? Da. Zack. 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 Und. Hab ich jetzt schon gebürstet? Nee, hä? Ja, Mina, bist du ganz eine Feine. Genau wie Bakamu.
Perfekt, Mina. Und Plätzchen nochmal. Dankeschön, ihr Süßen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe da mal wieder raus. Raus ins Leben. So, 9 Uhr, ich denke mal. Machen die 9 oder 10 Uhr auf? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir können ja hier noch ein bisschen die Süßkartoffeln sammeln. Ich habe jetzt richtig viele. Ich werde dann so, halt eben so gebratene Gebackkartoffeln, was auch immer, Ofenkartoffeln draus machen. Und die reichen dann auch erstmal eine Weile, denke ich. Stimmt's? Oh, geh zur Farm. Oh. What will happen? Luana. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Lupita, Shizuka! Ah, die Süßis. Hi. Hi, Ori. Und Luana? Seid ihr zusammen hergekommen? Und Luana, seid ihr zusammen hergekommen? Ich glaube, das hatten wir gerade schon. Ja, ich habe ihn unterwegs getroffen. Und da er auch zu euch wollte. Wow, dabei hat es sie erst gehasst, mit jemandem rumzuhängen. Wenn es um Forschungszeit gestört, wenn es ihre Forschungszeit gestört hat. Ja, sie kommen wohl gut miteinander aus. Was flüstert ihr beiden da? Was wolltest du eigentlich, Ori? Oh ja, ich wollte mich für den Fang des großen Kahuna bei euch bedanken. Uns danken? Wir wollten bloß helfen, kein Problem. Nee, Mama sagte, ich soll etwas für euch tun und ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Also hatte ich eine Idee. Ich will euch meinen super Geheimort zeigen. Ein Geheimort? Was denn für ein? Er ist so geheim, niemand kennt ihn außer mir. Er ist im Ozean voller Korallen und Fische. Warte, sagtest du im Ozean, also unter Wasser? Ja, nicht sehr weit vom Ufer entfernt. Ich bin raus, ich kann nicht gut schwimmen. Ich gehe nicht ins Wasser, vergiss es. Außerdem können Shizuka und Nobita nicht so lange im Wasser bleiben, wie wir Icefs. Es wäre schwierig für die beiden, mit dir mitzuhalten. Ich weiß, du hast dir Gedanken gemacht, aber... Was? Niemals? Ist das wahr, Nobita? Shizuka? Nun, naja... Nobita kann ja nicht mal schwimmen. Ja, guck, so süß. Ich weiß, lass uns den Adaptostrahl benutzen. Gute Idee, damit würden wir es schaffen. Der Adaptostrahl ist ein Apparat, den Doraemon mir vorher gezeigt hat. Ich denke sogar, ich könnte gehen, wenn wir das Ding benutzen würden. Na klar, lass uns Doraemon fragen. Ori, so können wir zu deinem geheimen Ort mitkommen, aber du musst uns den Weg zeigen. Der Adaptostrahl? Damit können wir alle gehen? Ja, bitte zeig uns den Weg. Cool, ich zeig euch den Weg. Luana, kommst du mit? Klar, ich komme mit. Da, Anpassstrahl. Okay. Wow, damit können also alle ins Wasser gehen. Yep, wir können unter Wasser atmen, als wärt ihr am Land. Danke, Doraemon. Hey, warum kommst du nicht mit? Wirklich? Darf ich? Juhu! Okay, nun werdet ihr alle bestrahlt. Warte, wie lange hält der Effekt an? Ungefähr 24 Stunden. Ein Tagestrip ist also kein Problem. Ja, das sollte okay sein. Okay, Doraemon, wir sind bereit. Hm, ich fühle mich unverändert. Hat es wirklich funktioniert? Wollen wir es im Wasser ausprobieren? Okay, nach dir, Ori. Alles klar, folgt mir. Ich bin gespannt. Was passiert denn? Oh, hier ist es. Oh. Wahnsinn. Krass. Wow, dieser Ort ist so hübsch. Wunderschön. Fühlt sich fast so an, als würde die Zeit hier stillstehen. Dieser Ort ist wirklich besonders. Luana, stimmt was nicht? Es ist... Ja? Es ist toll. Es sieht aus wie eine antike Stätte. Wer hätte gedacht, dass so etwas die ganze Zeit hier war?
Naja, wenn du öfter schwimmen gehst und Zeit mit Ori verbringen würdest. Ja, ja, ich weiß, aber es frustriert mich trotzdem. Seht nur, so viel ist noch erhalten. Schön, dass es dir gefällt. Es gibt sogar noch was Besseres. Aber es gibt sogar noch was Besseres. Wieso wiederholen die sich andauernd? Besser als das? Hier entlang, seht mal da drüben. Oh, ein untergegangenes Schiff. Und er glitzert. Können wir da reingehen? Oh, wow, was für ein riesiges Schiff. Das sieht auf jeden Fall antik aus. Ori, warst du schon mal da drin? Ich habe nur kurz reingeguckt. Es ist recht dunkel und gruselig. Verstehe. Habt ihr was dagegen, wenn ich mal kurz mich umschaue? Mach das. In der Zwischenzeit kannst du uns alles zeigen, Ori, oder? Ja, klar. Es gibt da eine riesige Muschel. Ich zeig sie euch. Das ist süß. Läufst du ein Stück mit mir, Doraemon? Ich möchte deine Meinung zu ein paar Fragen hören. Hä? Ich? Sicher? Hey, Luana, Doraemon. Habt ihr was gefunden? Es gibt so unfassbar viel zu sehen. Aber ich habe bereits Erkenntnisse. Erstens, das ist kein Segelschiff. Es ist eigentlich ein Raumschiff. Ob ihr es glaubt oder nicht. Sagtest du Raumschiff? Ich habe keine Ausrüstung, um das Innere des Raumschiffs zu untersuchen. Das Äußere ist jedoch sehr hitzebeständig. Das Raumschiff, in dem wir ankamen, war doch auch hitzeresistent. Warum eigentlich? Wenn ein Raumschiff die Atmosphäre unseres Planeten verlässt, um ins All zu fliegen, wird es extrem heiß. Im All gibt es weder Luft noch Wolken. Daher wird es sehr heiß oder sehr kalt, je nachdem, ob die Sonne sichtbar ist. Darum müssen Raumschiffe hohen und niedrigen Temperaturen standhalten können. Wow, das ist faszinierend. Und was diesen Ort angeht, bin ich nicht sicher, aber ich glaube, dass es eine Art Landeplatz war. Und ich schätze mal, dass dieses Schiff schon in den Zeiten vor den Dämonenatem hier war. Es ist also sehr alt und trotzdem ist es noch gut erhalten, nach all den Jahren. Ich will es sofort umfassend untersuchen. Ori, es macht dir doch nichts aus, wenn ich herkomme, oder? Natürlich nicht. Geht klar, wenn du es bist, Luana. Wow, danke. Und Doraemon, darf ich den Adaptorstrahl ab und zu benutzen? Natürlich. Langsam wird's interessant. Okay, ich gehe zurück und bereite mich vor. Ach, sie ist so süß. Luana war so glücklich. Ich glaube, mein geheimer Ort hat dir gefallen. Ja, aber sowas von. Danke, dass du ihn uns gezeigt hast. Nobita, du darfst auch jederzeit herkommen. Echt? Echt? Durfte ich? Oh, das Wrack. Kann ich hier rein? Oh, was ist das denn? Eine alte Münze. Es ist wirklich dunkel. Ach, herrje. Ach, herrje, wir haben ein neues Gebiet. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber was ist jetzt? Was habe ich getan? Wow, die Muschel. Da passe ich ja hinein. Was das wohl für eine ist? Oh, es ist Nobita. Hi, Ori. Oh, das ist mein Geheimort. Toll, oder? Unglaublich. Kann ich dich was fragen? Diese Muschel, da ist riesig. Was ist das für eine? Ah, die Muschel macht Perlen. Perlen? Diese glänzenden Weißen? Sie kann echt Perlen machen? Ja, genau. Nicht nur weiße, auch pinke und goldene. Alle möglichen Farben. Das ist so cool. Kann ich es ausprobieren? Klar. Sie gehört mir nicht. Jeder darf sie benutzen. Alles klar. Ich mache Perlen in allen Farben. Du kannst Perlen im Ozean züchten. Perlen züchten. Benutze unter Wasser ein Erz oder Fossil auf einer Muschel für den Kern einer Perle. Du kannst die Muschel einmal pro Tag mit Köderkugeln füttern. Es dauert mehrere Tage, bis eine Perle entsteht. Die Farbe und Qualität der Perle hängt vom benutzten Material sowie von Art und Häufigkeit der Köderkugeln ab. Da kommt man also an diese Perlen ran. Ich habe mich schon gewundert.
Manchmal wollten ja Leute irgendwie Perlen haben und ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, das war es aber hier schon, oder? Ich weiß es nicht. Ob man hier noch was findet, also. Da am Frack, da ist, denke ich mal, auch erstmal nichts. Cool. Ich glaube, das war es hier schon, ne? Oh, er läuft da so stocken. Zum sandigen Ufer. Cool. Ah, das ist schon krass. Hier kann ich dann auch einfach rein. Ah, okay, alles klar. Hier kann ich. Oh, das ist aber schön gemacht. Das freut mich. Ivy, danke für dein Follow. Okay, es kommt doch ab und an mal vor, dass alle mir folgen, während ich aufnehme. Cool. Gut. Dann haben wir das jetzt schon mal erledigt. Vielleicht findest du unten auch vielleicht mal auch so andere Muscheln. Na, mal gucken. Was können wir nur gegen den Dämonenatem tun? Eine sehr gute Frage. Frack. Ja. Kann ich mich sogar. Okay, cool. So, zu Hause, Stufe 3. Vierstahl. Aha, Gebäude. Oh, ich glaube, es gibt gerade wieder. Wie kriege ich denn diese blöden Geräte? Ich will endlich mal ein paar Geräte machen können. Das nervt mich. Gerade eine Mühle für Mehl wäre sehr gut. Oh. Naja, mal sehen. Eins nach dem anderen. Oh. Schmeiße ich mal hier so ein bisschen Zeug ran. Das ist zum Beispiel eine alte Münze. Man kann kaum noch erkennen. Aber sie ist mit dem königlichen Wappen geprägt. Behalte ich auch einfach mal. Die Muschel kommt jetzt ja auch mal rein. So, wir gucken mal bei Belle vorbei. Ich denke mal, wir werden heute wieder eine schöne Sache erweitert bauen können. Guck, ach ja, stimmt. Ah, ja, die wollte ich auch noch zu Ende werden. Upsi. Das habe ich ganz vergessen. Ja, und die ganzen Möhrchen sind ja auch fertig. Wir haben da einiges zu erledigen, Freunde. Zum Zwitscher halt. Aus dem Weg! Ohio! Können wir mit Belle auch hier draußen reden? Hi, Belle! Mit Belle angefreundet. Bauen. Oh, da brauchen wir auch wieder. Oh mein Gott, die wollen immer so viel haben. Na gut, ich wollte ja eh den guten Hühnerstall machen als nächstes. Ich brauche dringend Rubinis. Ich brauche ganz dringend Rubinis. Okay. Du willst den Hühnerstall vergrößern? In Ordnung, Belle, kommt morgen. Ja, okay, na, sie arbeiten um die Hühner drumherum. Jada, 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 das kennen wir doch schon. Kick mal hin. Okay. Ach, herrje. So heißt das für mich in Zukunft, ne? Wieder öfters mal in die Minen zu gehen. Leider, mehr oder weniger. Ja, wir gucken mal. Oh, mit Ivo können wir auch mal sprechen. Hi! Mit dir reden wir auch nicht so häufig. Deswegen. Wir können auch mal zu Oma Bosskopf gehen. Da könnten wir uns auch mal ein bisschen mehr anfreunden. Ich ignoriere schon mal so ein bisschen. Dann kaufe ich dir mal groß Setzlinge, ne? Oh, geh zum Zwitscherwald. Dann gucken wir mal, was es von Oma Bosskopf Neues gibt. Da ist ja hier einiges los heute. Oma, alles gut, keine Sorge. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich will dir nicht noch mal Sorgen bereiten. Also gehe ich wohl besser früh ins Bett. Okay. Meine Oma hat auch ganz viel gehustet, als ich bei ihr war. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, scheint es ihr schlechter und schlechter zu gehen. Ich will so gern helfen, aber ich habe versprochen, niemandem etwas zu sagen. Was soll ich nur tun? Nein, 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 nein. So kann ich das nicht weitergehen lassen. Ich möchte einfach, dass Oma wieder so lebhaft ist wie früher. Und ich weiß, dass alle anderen das auch wollen. Vielleicht ist es Zeit, mal mit Belle und Oliver zu sprechen. Die beiden stehen ihr näher als sonst wer. Und sie wollten, dass ich zu ihnen komme, wenn ich etwas brauche. Dann geh mal zu ihnen, wenn du etwas brauchst. Oh, bist du sicher? Warum in aller Welt sollte sie das vor uns verheimlichen? Ja, was hat sie sich denn dabei gedacht? Ja, sie sagte, sie will nicht, dass alle sich wegen ihr Sorgen machen. Das glaube ich. Sie ist es gewohnt, anderen zu helfen, anstatt für sich selbst um Hilfe zu bitten.
Aber das ist kein Grund, so etwas zu verheimlichen, besonders vor uns. Danke, dass du es uns gesagt hast. Das Wichtigste ist jetzt zu entscheiden, was wir tun können. Was das angeht, Dr. Steria sagt, es gibt eine Medizin, die Oma heilen kann. Wenn wir sie kriegen könnten. Aber laut Dr. Steria ist sie leider super teuer. Oh, wenn das alles ist, müssen wir einfach nur unser Geld zusammenlegen und die Medizin kaufen. Das allein mag noch nicht genug sein, aber es sollte dich den Beitrag, den wir brauchen, etwas näher bringen. Den Betrag, den wir brauchen, etwas näher bringen, du weißt schon. Na klar, nach allem, was Oma all die Jahre für uns getan hat, und dank ihr haben wir jetzt viel mehr Arbeit. Ich wünschte, wir könnten mehr tun. Falls dir noch irgendwas einfällt, lass es uns wissen, verstanden? Das mache ich, danke euch beiden. Jetzt mit dem Geld abhauen. Ah, okay, er bittet um Spenden. Oh. Hallo, Dr. Steria. Hallo, was kann ich für dich tun? Das ist eine Menge Geld. Wie hast du bloß so viel Geld aufgetrieben? Und ist das, wofür ich denke, dass es ist? Ja, ganz genau. Alle in der Stadt haben mit Freude etwas für Oma Medizin gespendet. Oh, sieht aus, als seien sie nicht knausrig gewesen. Glaubst du, es ist genug? Mehr als genug. Also, haben sich alle in der Stadt beteiligt, sagst du? Ja, sobald ich ihnen erzählt hatte, worum es geht, hat keine einzige Person gezögert. Das wundert mich nicht. Schließlich geht es um Oma Baskopf. Übrigens, alle zu besuchen und um Hilfe zu bitten, hat sicher eine ganze Weile gedauert, was? Das Wissen, dass ich damit Oma retten kann, war mehr als genug Motivation für mich. Gut gemacht, Nobita. Ab hier übernehme ich. Sobald ich die Medizin habe, bringe ich die Oma Baskopf schnell wieder auf die Beine. Okay, danke, Doktor. Oma Baskopf wird vielleicht gesund. Nice. Gut. Haben wir das geschafft. Oh, ups. Ja, wenn ich einmal hier bin, kann ich aber mit allen, die da drin sind, noch mal ein bisschen quatschen. Man muss ja jetzt so ein bisschen, ne? Hallo, Steria. Hallo, Rhodey. Hallo, Lulu. So. Ich finde es auch schön, dass es hier reicht, mit den Leuten normal zu reden. Ich fand das immer dumm, dass man die immer ewig beschenken musste. Das war sehr materialistisch. Das fand ich nicht gut. Geschenke sind nicht alles. Freundschaft. Rein, Spazi. Rezept. Was gibt es denn für schöne Rezepte? Gebackener Kaiserschnapper. Klingt gar nicht mal so schlecht, ne? Pizza, Fruchtmischung. Dattelpflaumenpudding. Was soll das denn? Okonomiyaki! Ich mag Okonomiyaki! Jakobsmuschel in Butter, Sardellendip, Rettichfischtopf. Oh, ich weiß ja nicht. Man muss ja nicht gleich übertreiben hier, ne? Hallo, Garrett. Hallo, Sneo. Wow! Ist okay, Sneo. Ist okay. Das ist ein kleiner Knall, der Typ. So. Dann gehe ich mal jetzt hier raus zum Momo-Weg, denn wir müssen eventuell noch ein bisschen was einkaufen. So ein ganz kleines bisschen. Oh Gott, die Folge ist auch schon wieder ziemlich fortgeschritten, liebe Freunde. Gut, ich kaufe jetzt hier noch ein bisschen... Oh, haben die heute überhaupt offen? Oh, bitte habt offen. No, die haben nicht offen. Dann das nächste Mal. Das nächste Mal. Oh Gott. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Story of Seasons, Doraemon, Friends of the Great Kingdom. Bis zum nächsten Mal. Bye.